Hallo, mein Name ist Yannick Endelmann und ich bin Schauspieler und Synchronsprecher. Wenn ich nachts wach liege und das fahle Mondlicht durch meine Jalousie scheint, frage ich mich, was uns alle steuert. Ich meine, wir treffen im Leben so viele Entscheidungen. Drängt sich da nicht der Gedanke an eine höhere Macht wie das Schicksal regelrecht auf? Wie bist du zum Synchron gekommen? Wow, also es ist eine sehr klassische Geschichte, denke ich. Ich bin ein sogenanntes Synchronkind. Meine beiden Eltern sind Schauspieler und als ich dann so circa 5, 6 Jahre alt war und die aus ihren Studioterminen wiederkamen, habe ich zunehmend gemerkt, mich interessiert das total, was da passiert. Und habe immer wieder gefragt, nehmt mich doch unbedingt mit. Und ich glaube, ich bin ihnen auch sehr auf die Nerven gegangen damit. Auf jeden Fall resultiert es dann darin, dass sie mich mal ins Studio mitgenommen haben und ich dann meine erste Rolle einsprechen durfte. Das waren so ein paar kleine Takes, ein paar Laute. Ich glaube, ich war ein Kind, das auf dem Rücken eines Pferdes saß. Und ich fand es natürlich super. Es waren damals im Studio Hamburg, im Altehrwürdigen, noch in anderen Räumlichkeiten. Es war ein großes Studio, ein großes Atelier, die es damals noch wirklich viel gab. Und dann stand ich da mit meinen 6 Jahren und guckte mich überall um. Und es atmete irgendwie so Geschichte. Und ich fand das super, in dieser Erwachsenenwelt zu sein. Und also mir hat es super viel Spaß gemacht. Scheinbar ein leichtes Talent hatte ich wohl mitgegeben bekommen von meinen Eltern. Und die Leute waren begeistert. Und dann ging das so sukzessive los, dass ich dann immer wieder ins Studio bestellt wurde. Erinnerst du dich an deine erste größere Synchronrolle? Meine erste größere Synchronrolle, ja, es fing an mit einigen Zeichentrickserien. Es gab da die Glücksbär hieß, ja, die Kicker, also Fußballkicker war eine lange Serie, die lief. Und das allererste, meine ich aber, war eine Serie, die hieß Die Familie Robinson. War so ein bisschen eine Aussteigerfamilie oder eine Familie, die strandet an einem einsamen Strand, auf einer einsamen Insel. Und Klaus Wilke hat damals Regie geführt und so haben wir uns kennengelernt. Und diese Serie ging dann, glaube ich, auch so fast 2 Jahre. Diese Familie hat alle möglichen Abenteuer auf dieser Insel erlebt, musste sich alleine zurechtfinden, dann waren doch Leute auf der Insel. Und so war das ganz spannend. Das war auf jeden Fall eine schöne erste längere Erfahrung vor allem. In der spanischen Serie Velvet haben dein Bruder Till und du zusammen synchronisiert. Wie war die gemeinsame Arbeit an diesem Projekt? Die gemeinsame Arbeit war toll, also weil ich diese Serie sehr mochte. Es ist eine spanische Soap, um ehrlich zu sein. Es hat so eine ganz besonderen Charme, sehr viel Musik, die auch so getragen in diverse, ganz entscheidende Momente dazukommt. Die Arbeit mit meinem Bruder selber war dann doch nicht so, wie ich sie von früher kannte. Er war nämlich einfach nicht da. Es ist ja dann doch heutzutage so, seit einiger Zeit, dass man alleine im Studio steht. Und die Kollegen immer übers Ohr, indem man sich Anschlüsse anhört, zwar hören kann, aber eben nicht sehen kann. Das heißt, man wird getrennt aufgenommen und insofern konnten wir diese Zusammenarbeit zwar irgendwie genießen, aber eben nicht ganz so persönlich, wie das hätte sein können oder so. Wir haben auch mal eine weitere Serie zusammen gemacht. Es war eine Koproduktion von Arte und dem ZDF und einem dänischen Sender. Da ging es um den deutsch-dänischen Krieg damals, 1864 bis 66, glaube ich. Eine ganz schöne große Produktion. Da wurden wir mal zusammen ins Studio bestellt, was aber dann am Ende, also schön war, aber doch darin gipfelte, dass wir eigentlich immer getrennt voneinander aufgenommen wurden, weil sie sich ständig überlappt haben, ständig miteinander gesprochen haben, ineinander reingegangen sind und so. Und rein technisch war es dann doch einfacher, es getrennt aufzunehmen. Aber wir waren zusammen, zumindest im Studio. Es war ganz schön. Wie wurdest du die deutsche Stimme von Jakob Oftebro? Lustigerweise war es genau eben jene Produktion, von der ich gerade sprach. Es war eine tolle, große Produktion, für die gecastet wurde. Und da wurde ich vorgeschlagen und bin hingegangen und fand den Charakter und ihn als Schauspieler einfach sehr, sehr interessant. Er hat ganz viele Facetten. Ich habe ihn jetzt ja über die Jahre auch ein bisschen kennenlernen dürfen. Und hat wirklich viele unterschiedliche Personen gespielt und ist sehr wandelbar. Und deswegen, das hatte ich im ersten Moment auch schon da gespürt und gefühlt.
Und bin jetzt im Nachhinein natürlich ganz dankbar, dass das geklappt hatte. Ne? Manchmal geht man zu Castings und man gewinnt Castings, man verliert auch Castings. So wie im Sport gehört das eben dazu. Ich bin aber bei den Rollen, die ich jetzt einige Male sprechen durfte, beziehungsweise die Schauspieler, die ich einige Male sprechen durfte, da bin ich auch sehr happy. Das finde ich wirklich, das sind alles sehr interessante Personen. Dein Lieblingsfilm mit Jakob Oftebro? Ich glaube, um ehrlich zu sein, mit ihm, das war diese dänische Produktion. Die hat einfach, ich bin geschichtlich sehr interessiert, die hat sehr viel aufgegriffen, was in der damaligen Zeit einfach passiert ist. Und ich fand die, man hat gemerkt, dass auch ein relativ großes Budget dahinter steht. Es wurde in großen Schlachten einfach sehr viel auch ausstattungstechnisch gemacht. Und das hat mich sehr überzeugt. Und ich glaube, die Kritiken waren auch sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist so bestimmt die größte, schönste Arbeit bisher für ihn gewesen. 2017 hast du Jakob Oftebro in der Hauptrolle in Tom of Finland gesprochen. War die Rolle eine Herausforderung? Die Rolle war insofern keine größere Herausforderung, als sie vielleicht sonst auch ist. Toll ist es immer, wenn du einen Schauspieler hast, der weiß, was er tut, dem du zuguckst, der dich in seinen Bann zieht, wo du merkst, der hat sich Gedanken gemacht über die Rolle. Insofern nimmt ihr dir erstmal sehr, sehr viel Vorarbeit ab. Das, was ich versuche zu tun, ist, ihm ja eine deutsche Stimme zu verleihen. Und insofern versuche ich einfach, seine Emotionen und seine Art zu transportieren und einfach zu adaptieren. Und ich hoffe, das gelingt mir einigermaßen gut. Insofern war die Rolle, auch wenn sie in einem speziellen Milieu damals natürlich auch sehr divers diskutiert spielte, nicht schwieriger oder besonderer als sonst. Auf welche Synchronprojekte bist du besonders stolz? Wow, das ist eine gute Frage. Ich tue mich jetzt schwer, glaube ich, so richtig ein paar rauszupicken, weil es dann doch über die Jahre so viele sind, in denen ich mitwirken durfte. Es gibt sicherlich den einen oder anderen Kinofilm, der einfach sichtbarer ist als andere Projekte, die auch in vielen Spartensendern dann mal laufen. Da würde ich aber eigentlich keinen Unterschied machen. Ich finde, es gibt so viele tolle Serien, so viele spannende Projekte, die auch einfach inhaltlich sehr interessant sind. Auf die bin ich alle sehr stolz, wenn man das so sagen kann. Gibt es eine Synchronrolle, die dich besonders herausgefordert hat? Schwierig zu sagen. Ich weiß, dass alles, was mit Gesang zu tun hat, nicht meine allergrößte Stärke ist. Also ich kann sehr viel von meiner Art, meinem wie auch immer gearteten Charme oder was auch immer da reinbringen. Aber es gibt dann auch Kollegen, die mal sonst Gesangspart für mich übernommen haben oder übernehmen. Das ist so das, glaube ich, wo ich zwar wirklich alles versuche und da auch Spaß dran habe, aber wo ich sagen würde, das ist immer so eine Herausforderung. Einfach weil ich musikalisch in der Form nicht ausgebildet wurde wie andere Kollegen. Und wie gesagt, zwar Musikalität grundsätzlich als Rhythmik im Synchron wahnsinnig wichtig ist. Und ich glaube, da habe ich schon ein sehr gutes Gefühl für. Aber Gesangsaufnahmen, gerade wenn sie dann eine dezidiert besondere Rolle spielen, der nehme ich mich an, der Aufgabe. Und manchmal gebe ich sie dann gerne weiter. Gab es ältere Kollegen, von denen du viel gelernt hast? Viele Kollegen. Also ich glaube, man kann immer voneinander lernen. Gerade wo ich vorhin erzählte, dass es mal eine sehr lange Zeit auch in meinem Leben gab, so als Kind und Jugendlicher, wo man immer im Studio neben Kollegen stand, ja, wo man wirklich noch Kollegen kennengelernt hat und nicht nur sich begegnet ist vor Studios oder in Foyers oder wo auch immer man sich aufhält. Das war natürlich sehr besonders, weil ich es schon sehr wichtig finde, einfach unterschiedliche Personen kennenzulernen, zu sehen, wie die ihre Arbeit machen und sich auch das eine oder andere abzugucken, natürlich. Und da gab es oder gibt es viele Kollegen, die ich bewundere, die eine hervorragende Arbeit machen, weil sie es auch mit viel Leidenschaft machen, auch nach ewigen Zeiten immer noch mit viel Leidenschaft machen. Und mir es genauso geht. Ich bin zwar jetzt seit knapp, 30 Jahren ungefähr dabei und habe sicherlich auch immer einiges verändert, einiges dazugelernt auf jeden Fall.
Aber ein bisschen so der persönliche Kontakt, der fehlt heute. So, das war in der Zeit damals toll, gerade als Kind aufzublicken, trotzdem von denen Älteren genauso behandelt zu werden, ja, also genauso ernst genommen zu werden, weil sie merken, glaube ich, da ist jemand, der hat da total Bock drauf. Und dann war das so ein bisschen so, hat man auf Augenhöhe sich da geholfen auch. Und ja, da gibt es sicherlich einige Kollegen. Ecki Dux damals in Hamburg war zum Beispiel einer, den ich bis heute natürlich wahnsinnig bewundere, weil er einfach ein großartiger Mensch ist und ein toller Sprecher. Aber es gab damals auch viele andere Kollegen, ob es ein Lutz Schnell war, ein Lutz McKenzie, viele, bei denen ich einfach dich angucken konnte, zuhören durfte und dann einfach Dinge gelernt habe, ja. Das war doch eines der alten Hamburger, ne? Sind natürlich vieles alte Hamburger, weil ich eben als alter Hamburger damals als Kind jeden Tag im Studio war, aber eben vornehmlich in Hamburg. Die Berliner Zeit hat dann einfach ein bisschen später angefangen. Und dann bin ich auch immer wieder hergefahren und habe natürlich auch Kollegen kennengelernt wie Joachim Kerzel und Co. Das ist natürlich auch ganz besondere Momente, wenn man sich einfach sehr für Synchronsprache interessiert und dann die Kollegen auch mal live sieht, nachdem man sie lange vielleicht immer nur gehört hat. Das war schon besonders und ist besonders bis heute. Wie sieht ein typischer Synchrontag bei dir aus? Eigentlich schwierig zu sagen, weil jeder Tag komplett unterschiedlich ist, jeder Tag komplett neu ist. Es ist so, dass du grundlegend am Nachmittag des Vortages weißt, wie deine Termine liegen. Das heißt, du weißt, welche Produktion du machst, wohin du fährst. Das ist wirklich immer sehr unterschiedlich. Klassisch ist es aber meistens so, dass du um 9 oder 10 im Studio irgendwo, Studio A irgendwo anfängst. Dann, je nachdem, 2, 3 Stunden da bist, dann ich in mein Auto steige, zu Studio B fahre, ein anderes Projekt sprechen darf und dann eventuell noch in ein anderes Studio weiterfahre. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, aber so ein klassischer Tag ist schon so von 9 bis 18 Uhr durchgetaktet. Leidest du bei deinen Synchronrollen mit? Tue ich schon, auf jeden Fall. Also ich würde deswegen auch immer sagen, wir hängen uns im besten Fall an einen tollen Schauspieler, den wir sehen, dran und versuchen das umzusetzen in der deutschen Sprache. Aber gerade wenn das ein spannendes Projekt ist, wenn das tolle Schauspieler sind und du denen zugucken darfst, dann die Szenen ja auch vorher mal komplett durchguckst und du siehst, wie die sich entwickeln, ist das schon sehr, sehr ergreifend und zieht einen schon in den Bann. Und dann leide ich auch mit. Natürlich musst du immer eine gewisse Distanz wieder dann irgendwie aufbauen, weil du musst das natürlich erst auch einfach umsetzen und die jeweilige Situation erspüren, erfühlen und umsetzen. Aber grundsätzlich bin ich schon jemand, der in der Rolle dann einfach auch drinsteckt und da eintaucht und in dieser Person dann ist und entsprechend alle emotionalen Höhen und Tiefen durchlebt. Absolut. Was fasziniert dich am Synchronberuf? Ich glaube, ich finde es einfach spannend, Menschen bei ihrer Arbeit zuzugucken, in den Resultaten zuzugucken und zu sehen, was da entstanden ist. Und ich finde es einen schwierigen Job, aber einen sehr tollen und interessanten Job, das quasi schauspielerisch auch umzusetzen. Es gibt natürlich andere Sachen. Es gibt Hörspiele, zum Beispiel, wo man einfach viel freier ist. Du hast eine Rolle, die kreierst du alleine, ja, also mit einem Regisseur und Kollegen zusammen und setzt dich zusammen und überlegst, wie Szenen gespielt werden können. Das ist ebenso fordernd und natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Aber ich finde es einfach wirklich auch toll, sich etwas Bestehendem anzunehmen und dann das ins Deutsche zu übertragen und dann den deutschen Zuhörern und Zuschauern einfach auch da eine Freude zu bereiten. Gibt es ein bestimmtes Rollenprofil, für das du oft besetzt wirst? Gibt es irgendwie nicht so wirklich, finde ich. Ich glaube, ich bin sowohl im Sprachalter recht wandelbar, als auch in dem, was ich erstmal per se mit Stimmfarbe vielleicht charakterisieren kann. Es gibt natürlich immer wieder Rollen, wo man so ein bisschen sowas Arrogantes, was Snobbyistisches annimmt. Das kommt häufig vor. Genauso gibt es die ganz charmanten, ganz freundlichen Sunny Boys, ja, die eher so dann die
die Hauptrolle spielen, die sympathische Hauptrolle spielen. Genauso aber wiederum auch den Antagonisten, den Gegenspieler, das Arschloch quasi, wenn man das so sagen darf. Was natürlich auch immer Spaß macht, ja, ein bisschen fies zu sein, Leute irgendwie in Fallen zu locken. Also da, auch da merkt man, da schlägt so das Leidenschaft, dieses Leidenschaftliche im Schauspiel schlägt total durch, ne? Das macht alles total viel Spaß. Insofern mache ich alles gerne. So ganz klassisch irgendeine bestimmte Rolle, würde ich aber sagen, nehme ich jetzt nicht immer ein, nein. Für die deutschen Anime-Fans bist du die Stimme von Sasuke Uchiha aus der Naruto-Reihe. Was verbindest du mit diesem Charakter? Erst einmal eine unglaublich lange Zeit in meinem Leben. Ich glaube, wir haben diese fast 800 Folgen in 13, 14 Jahren aufgenommen. Und ich bin mit dieser Rolle natürlich auch irgendwann immer weiter erwachsen geworden. Wenn ich zurückdenke, was allein in meinem Leben alles parallel passiert ist, so ist das eben erstmal so die Zeit, die einem da vor Augen kommt. Ansonsten ist es eine Serie gewesen, die mir auch einfach sehr viel Spaß gemacht hat, weil sie, finde ich, eine interessante Dramaturgie hatte. Ich bin selber nicht der größte Manga-Gucker. Ich glaube, vielleicht so ein bisschen die Zeit hatte ich, als ich kleiner war und viel Zeichentrickserien geguckt habe, wie man das halt so gemacht hat früher auch. Aber was ich spannend fand, ist, dass diese Serie über diese ganze Zeit auch wirklich eine Entwicklung genommen hat. Mein Charakter war anfangs mit der Hauptperson befreundet, wurde irgendwann sein Gegenspieler, hat eine ganz obskure Entwicklung genommen, hat sehr viel familiäre Geschichten aus der Vergangenheit quasi hervorgeholt, diese verarbeiten wollen und auch am Ende verarbeitet. Und insofern war das eine spannende Produktion und auch irgendwie eine spannende Entwicklung und ein spannender Charakter. So, das verbinde ich damit. Und es ist auch jetzt quasi zwar diese Serie Naruto vorbei, aber es gibt jetzt Boruto, was der Nachfolger ist. Und da werde ich Sasuke als Charakter weitersprechen, nur eben in einer mittlerweile etwas erwachseneren Funktion. Und jetzt ist er quasi der Lehrer der nachfolgenden Generation. So hat sich das eben auch ein wenig verschoben, was ganz lustig ist. Wie unterscheidet sich die Synchronisation von Animes und Realfilmen? Erst einmal ist so der Ansatz, finde ich, für mich immer der gleiche. Aber natürlich gibt es Unterschiede. Es gibt einmal technische Unterschiede. So gut auch mittlerweile Mangas kreiert werden, ob sie gezeichnet werden oder digital erstellt werden, so ist es doch immer was anderes, als eine reale Person auf dem Bildschirm zu haben, die Pausen macht, die natürlich Labiale hat, die man bedienen muss. Da muss ein B auf dem B, ein M auf dem N folgen. Und das ist erstmal eine gewisse Technik, die man erlernt hat und die man auch umsetzen kann und will. Das ist im Manga, im Zeichentrick immer ein bisschen anders. Da geht teilweise dann doch eher der Mund auf und Mund zu. Da gibt es natürlich auch kleine Unterschiede, aber das ist etwas, was sich schon voneinander sehr unterscheidet, finde ich. Zudem muss ich auch sagen, wenn ich realen Personen in die Augen gucke und weil du auch vorhin fragtest, wie leidet man mit, da leide ich natürlich auf eine ganz andere Art mit. Ich gucke dem in die Augen, ich sehe glasige Augen, ich sehe, da passiert was. Das ist etwas, das kann für mich dann Manga in der Form oder Zeichentrick nicht so transportieren. Man kann da viel rausholen, man kann viel reinlegen, aber das ist so der Unterschied. Und deswegen nehme ich da natürlich ganz viel aus dem Original auch nochmal mehr ab, ne? Also wenn ich da Personen sehe und genau merke, was in denen gerade vor sich geht, das ist ein immenser Unterschied, der einem hilft, der aber auch genauso viel herausfordernder ist auf eine gewisse Art, muss ich sagen. Du sprichst auch viele Hörspiele. Was ist der Unterschied zum Synchron? Also was ich schon sagte, dass für mich das der größte Unterschied ist, du hast keine Vorlage. Ja, du hast erstmal ein Manuskript, das gehst du durch. Du entnimmst dem Manuskript, was das für eine Figur ist, was das für eine Geschichte ist. Aber du hast eben keine Vorlage, der du folgen kannst, sondern du kreierst diese Geschichte mit dir, mit deinem Charakter und allen anderen Kollegen selbst. So. Und das ist spannend, das ist total was anderes. Da auch wirklich mit eben Kollegen und einem Regisseur zusammen das zu erarbeiten und dem eine Färbung zu geben, dass dann nämlich in den Köpfen von den Zuhörern einfach eine Welt entsteht, so, die vorher nicht da ist. Das heißt, man kreiert diese Welt
Und das finde ich wirklich auch heute immer noch sehr spannend und ein ganz tolles Medium, wo ich hoffe, dass es noch sehr, sehr lange Bestand haben wird. Welche deiner bisherigen Hörspielrollen sind deine Favoriten? Es gibt eine Serie von Enid Blyton, Die fünf Freunde, die ich mittlerweile seit, jetzt muss ich selber kurz überlegen, über 20 Jahren spreche. Und das ist sicherlich mein großer Favorit. So, das ist einfach schön, so eine eingeschworene Familie fast schon zu sein. Auch da die Kollegen, seitdem wir wirklich klein sind, haben aufwachsen zu sehen. Mittlerweile gibt es Kollegen, die Kinder haben und so trifft man sich. So ist das irgendwie ein ganz schönes Beisammensein. Aber auch da muss ich sagen, freue ich mich sehr, weil diese Serie in der heutigen Zeit, finde ich, wo sehr viel natürlich mit der Realität zu tun hat und heute sehr viel digital ist. Es wird viel mit Handys inhaltlich gemacht. So ist das eine Serie, wo immer noch vier Kinder in Südengland irgendwo durch Geheimgänge kriechen und vor Probleme gestellt werden und Fälle lösen. Ein wenig aus der Zeit gerückt, aber eben total schön, finde ich, für Kinder immer noch sowas Liebliches, aber trotzdem auch was ganz Wertvolles zu haben, wo man irgendwie abtauchen kann und wie so eine Art Märchenwelt betritt. Insofern ist das, glaube ich, etwas, was ich neben ganz vielen anderen tollen Projekten, die ich auch alle immer nennen könnte und würde, einfach besonders ist, wenn man so eine Serie so lange mitträgt, mitverantworten darf. Du hast als Produktionsleiter bei der Werbeagentur Jung von Matt gearbeitet. Wie kam es dazu? Ich habe, seitdem ich eben 6 Jahre alt war, sehr viel Zeit im Synchronstudio verbracht. Und das habe ich immer sehr genossen, bin wirklich jeden Tag im Studio gewesen und durfte die unterschiedlichsten Projekte, Filme, Serien synchronisieren. Je älter ich dann wurde, desto mehr ist, glaube ich, so geht es ja auch jedem, überlegt man, wie soll denn das Leben so weitergehen? Und ich habe gemerkt, als ich so zum Punkt kam, 17, 18, hatte ich das so mittlerweile so 12 Jahre in dieser Branche schon verlebt. Ich merkte, ich liebe diese Branche. Ich liebe auch die Leidenschaft, die ich heute immer noch so sehr in mir trage. Aber ich habe gespürt, ich würde einfach gerne noch was anderes kennenlernen. Für mich war klar, es sollte in der Medienwelt verheimatet sein, weil das einfach das ist, was ich kennengelernt hatte und lieben gelernt hatte. Und habe mir dann Gedanken gemacht, was das so sein könnte. Und bin dann über Umwege zu einer Produktionsfirma gekommen, damals die Firma Markenfilm in Wedel, vor den Toren Hamburgs. Und da habe ich so meine ersten Erfahrungen als Produktionsleiter gemacht. Und ich fand das irgendwie eben einfach spannend. Das war sowohl sehr kreativ, aber eben auch sehr organisatorisch. Und das zu vereinen, da was ganz Neues auch zu lernen für sich selbst am Ende, das fand ich toll. Und so habe ich dann diesen Job auch bei Jung von Matt, was du gerade angesprochen hast, in einer Agentur in Hamburg sehr lange weitergeführt und mit meinem Umzug nach Berlin noch so ein paar Projekte auch gemacht. Dann habe ich aber nach einigen Jahren mich wieder meiner ultimativen Leidenschaft zugewandt, nämlich dem Synchron, und bin auch sehr glücklich über diesen Schritt. Die Zeit, die ich hatte in der Werbung, war spannend und toll. Ich habe viele tolle Projekte gemacht. Viele. Auf was du besonders stolz bist? Oder was besonders viel Spaß gemacht hat? Also, es gibt viele schöne Projekte, die ich für Automobilkonzerne machen durfte. Das waren große Projekte, die man auch viel in den USA drehen durfte, mit interessanten Kollegen, mit interessanten Teams, wo man sich wirklich sehr an einem Hollywood-Set wie an einem Hollywood-Set fühlte. Das waren sehr spannende und besondere Momente. Also gerade wenn ich zurückdenke, jetzt nochmal so 10 Jahre oder so mit Mitte 20, ist wahnsinnig aufregend. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten gab es auch viele wirklich anders besondere Momente und Projekte. Es gibt eins, wo ich mitwirken durfte. Das war eine Produktion für einen Lebensmittelkonzern. Beziehungsweise eine Supermarktkette, wenn man ehrlich ist. Und da durfte ich mit einem älteren Berliner Künstler, durften wir ihn eine Badewanne voller Milch legen und drumherum eben einen doch sehr am Ende bekannten Spot kreieren, der eine sehr witzige Grundmelodie und Grundidee so ein bisschen weitergeführt hat, um dann auf Produkte
eben jener Kette zu verweisen. Das war spannend, das war total toll. Also das war auch einfach sehr, sehr lustig und sehr obskur, was wir da teilweise gemacht haben. Wie gesagt, einen älteren Herrn in eine Badewanne voller Milch zu legen, um dann Cornflakes oder Cerealien drauf auf diese Milch in diese Badewanne zu gießen, ist natürlich was. Das machst jetzt nicht so häufig in so für auch viel, ich sag mal, immer klassisch oder konservativere Kunden in der Werbung. Das war schon spannend. Wir haben sehr, sehr viel Spaß gemacht, alle sehr viel gelacht. Insofern ist das, glaube ich, auf jeden Fall eins, das wird mir immer in Erinnerung bleiben, ja. Ein bisheriger Höhepunkt deiner Karriere? Spannend. Ich glaube, das lässt sich gar nicht so sagen. Also ich glaube, ich habe viele Höhepunkte in der Karriere erlebt. Ich bin auch immer jeden Tag bereit dazu, neue Höhepunkte zu erleben und kennenzulernen. Insofern würde ich jetzt keinen einzelnen irgendwie herauspicken oder so. Das würde den anderen überhaupt nicht gerecht werden. Ich genieße meinen Job. Ich finde den toll. Und ja, denke und hoffe, es werden noch viele weitere Höhepunkte folgen. Was wünschst du dir für die Zukunft der Synchronbranche? Ich hoffe sehr, dass bei all dem, was gerade auf den Markt kommt, auch durch alle Streaming-Anbieter, wir kennen ja nun einige, für die wir täglich arbeiten dürfen, dass durch die ganze Menge, die wir an Arbeit auch nochmal bekommen haben in den letzten Jahren, dass die Qualität bitte nicht darunter leiden wird. Dass wir trotzdem diese Synchronbranche, die ja schon auch in Deutschland einfach eine große Geschichte hat, eine große Tradition und finde ich eben auch eine große Qualität hat, dass die einfach weiter bestehen wird. Dass man die Arbeit ernst nimmt, dass man auch versteht, warum wir das tun und wie wir es tun. Nämlich wirklich mit viel Liebe, viel Herz, viel Leidenschaft und sehr viel Liebe zum Detail. Und dass wir da wirklich eine schweißtreibende Arbeit machen im Studio. Und dass dieser Ansatz, dass man diese Filme, die wir da im Original haben, bestmöglich mit aller Emotion und aller Freude transportieren kann, dass das bitte nicht enden wird. Das wäre mein großer Wunsch und meine große Hoffnung.